Königsklasse Runde 3, wir sind dabei. Herzlich willkommen zur Ausgabe Champions League. Beidfüßig und gleich zu Beginn der Hinweis, wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier tun, dann lasst doch gerne auch ein Abo liegen. Genauso hat es Marcel gemacht. Hallo Marcel. Guten Morgen Carsten. Ja, natürlich habe ich das gemacht. Einerseits, weil mir das natürlich gefällt, was wir beide hier machen. Andererseits aber, Carsten, natürlich auch hauptsächlich wegen dir. Ist schon klar. Der Junge ist schon wieder groß in Form. Ich hoffe, die Frankfurter sind auch in Form, denn Frankfurt gegen Tottenham, das ist unsere erste Station. Natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Beide Mannschaften stehen bei 3 Punkten. Frankfurt hat demnach auf jeden Fall noch die Chance, als Zweiter oder als Erster durchzugehen ins Achtelfinale. Sporting etwas überraschend als Gruppenführender momentan mit 6 Punkten. Aber klar ist natürlich jetzt in diesem Spiel und dann nächste Woche im Rückspiel in London wird es entscheidend sein, wer einfach defensiv stabiler steht. Ich glaube, das wird der entscheidende Punkt sein. Ich glaube, dass beide Mannschaften jetzt nicht die Mannschaften sind, die auf Teufel komm raus nach vorne spielen werden, sondern sie werden ein bisschen darauf warten, dass Fehler passieren vom gegnerischen Team. Und man muss wissen, Tottenham hat die letzten 4 Champions-League-Spiele gegen deutsche Teams allesamt verloren. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Frankfurt hat im Europapokal die letzten 3 Spiele gegen englische Clubs allesamt gewonnen. Klar nicht in der Champions League, aber zumindest in der Europa League. Dementsprechend glaube ich schon, dass Frankfurt sich nicht verstecken braucht. Gerade nach der guten Leistung am Wochenende, Tabellenführer Union Berlin geschlagen, Tottenham mit einem Rückschlag. Sie haben das Nord-Londoner Derby gegen Arsenal 1-3 verloren. Deswegen glaube ich schon, dass gerade vor heimischer Kulisse Frankfurt auf jeden Fall die Möglichkeit hat, etwas Zählbares mitzunehmen. Zumal man natürlich in der Champions League mal wissen muss, Tottenham würde sich eventuell sogar mit einem Unentschieden zufrieden geben, weil sie eben wissen, nächste Woche kommt das Rückspiel, wenn wir das gewinnen, sind wir auf jeden Fall vor der Eintracht. Und deswegen sage ich hier, dass Frankfurt mindestens einen Punkt holt. Ich sage 1,80, doppelte Chance 1x, verweise aber abschließend noch darauf, passt auf Harry Kane auf. Denn Harry Kane hat in allen 4 Champions-League-Partien, in denen er auf dem Platz stand, gegen deutsche Mannschaften immer mindestens ein Tor erzielt. Deswegen aufgepasst auf Harry Kane. Wenn man ihn aus dem Spiel nimmt, hat Frankfurt die Chance, mindestens einen Punkt zu holen. Genau das Thema wollte ich nochmal ansprechen. Harry Kane gegen Trapp. Denn das ist ja auch eine Personalie, die wir mal kurz vertiefen können. Der Präsident der Frankfurter Eintracht hat gesagt, Trapp ist aktuell der beste deutsche Keeper. Siehst du das genauso? Seht ihr das genauso? Das ist auch die große Frage. Ich sehe es nicht so, bin ich ganz ehrlich. Trapp ist ein super Torwart, gar keine Frage. Wir brauchen uns in Deutschland ohnehin nie Gedanken machen um die Torhüter. Aber ich glaube, dass ein Manuel Neuer und auch ein Ter Stegen, wenn er so hält wie gegen England im Länderspiel, dass er dann vielleicht doch noch momentan die Nummer 3 in Deutschland ist. Das ist zumindest meine Meinung. Kommen wir zu Bayern gegen Pilsen. Es bestehen mal wieder 2 Corona-Fälle bei den Bayern, nämlich Müller und Kimmich. Also die werden nicht spielen. Sollte trotzdem reichen gegen Pilsen. Davon gehe ich aus. Also Bayern natürlich der klare Favorit. Zum 4. Mal hintereinander könnten sie die ersten 3 Champions-League-Spiele in einer Gruppenphase gewinnen. Auch das ist aller Ehren wert. Zudem muss man wissen, seit 2013, 2014 hat Bayern in der Gruppenphase vor heimischer Kulisse nicht mehr verloren. Ja, seitdem gab es 24 Siege, ein Unentschieden. Das ist natürlich eine absolute Wahnsinnsbilanz. Zudem haben sie einen Leroy Sané, der in einer guten Form ist, gerade in der Champions League. Da hat er in 11 Champions League Startelf-Einsätzen für die Bayern 14 Torbeteiligungen vorzuweisen. Auch das aller Ehren wert. Und wenn man dann noch weiß, dass Viktoria Pilsen schon die ersten beiden Spiele deutlich verloren hat, 0-4, 0-3, allein in den letzten 7 Champions League Auswärtsspielen 25 Gegentreffer kassiert hat und auch jetzt schon wieder bei 7 Gegentreffern steht, dann ist für mich klar, dass Bayern dieses Spiel gewinnen wird. Ich glaube sogar ähnlich wie am Freitagabend, dass sie es schon in der ersten Halbzeit in ihre Richtung lenken. Ich sage zu einer Quote von 2,05, dass Bayern zur Halbzeit schon mit mindestens 2 Toren Unterschied führt. Ja, und ich hatte Gelegenheit, mit Julian Nagelsmann ein Interview zu führen nach dem Spiel am Freitag. Er wirkte schon sehr gelöst und es war auch eben ganz klar, sie sind darauf gegangen, sofort ein Tor zu erzielen, also möglichst schnell die ganze Sache auf den richtigen Weg zu bringen. Und ich denke mal, dieses Konzept wird auch gegen Pilsen wieder greifen sollen. Ja, Carsten, komplett. Also bin ich komplett bei dir. Natürlich, ne? Der hat gesagt, Nagelsmann hat gesagt, er hat in der Kabine noch zu der Mannschaft gesagt. Dritte Minute. Ja, genau. Wenn wir da so die hat erste er es mir gesagt, Chance ja. bekommen, wenn wir da die erste Chance bekommen, müssen wir sie gleich nutzen, um einfach ein bisschen Feuer aus dem Ganzen rauszunehmen, ein bisschen Druck rauszunehmen. Das ist natürlich wunderbar gelungen gegen Leverkusen. Wenn es gegen Pilsen auch so sein sollte, dann glaube ich schon, dass sie
auch in der ersten Halbzeit wieder den Grundstein für den Erfolg legen, um dann wieder in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen in den Verwaltungsmodus zu gehen, weil, Carsten, wir wissen auch beide, die nächsten Wochen werden sowohl für euch, für uns beide, sage ich mal, als auch für die Bayern sehr, sehr anstrengend. Marseille gegen Sporting Lissabon. Ja, Marseille steht natürlich extrem unter Druck. Marseille hat allerdings auch 16 der letzten 17 Champions-League-Spiele verloren. Ja, das mag man gar nicht meinen, aber auch in der laufenden Saison sind sie zweimal mit 0 Punkten gestartet. Allgemein muss man sagen, Sporting, ja, überraschend gut. Also hätte ich nicht gedacht, zumal sie in der Liga gar nicht gut unterwegs sind. In der Liga stehen sie nur auf Platz 7, haben auch noch nicht viele Spiele oder mehr, fast schon mehr Spiele nicht gewonnen als gewonnen. Und Marseille hingegen ist in der Liga richtig gut unterwegs. Ja, da haben sie nach 9 Spielen 7 Siege, 2 Unentschieden, sind die einzige Mannschaft, die so ein bisschen mithalten kann, Paris Saint-Germain. Deswegen bin ich durchaus überrascht, wie es bisher in der Champions League verläuft. Ich glaube aber, dass jetzt Marseille vor heimischer Kulisse mindestens einen Punkt holen wird. Auch vor dem Hintergrund, dass ich sage, Sporting wird mit einem Unentschieden nicht ganz unzufrieden sein. Und deswegen sage ich 1,83, 1x und unter 3,5 Tore. Und hier an dieser Stelle schnell nochmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel, den Predictor. Der SSC Neapel ist Tabellenführer in der Gruppe in der Champions League, ist Tabellenführer in der Serie A, hat gewonnen gegen Torino 3:1 und ist zu Gast in den Niederlanden bei Ajax. Ja, ich könnte mir vorstellen, ich darf es übrigens auch begleiten, das wird ein attraktives Spiel. Davon gehe ich aus. Und Carsten, du als alter Neapolitaner weißt ja bestimmt, wann Neapel letztmals im Europapokal in Holland gewonnen hat. Jetzt hau mal einen raus. Ist deine Chance. Jetzt hau ich einen raus. Ich weiß gar nicht, so oft haben die da nicht gespielt in den Niederlanden. Komplett richtig. Sie haben auch noch nie in Holland gewonnen. Sie haben noch nie in Holland gewonnen. Deswegen, ja, es könnte eine Premiere geben. Aber ich muss sagen, Ajax, trotz der ganzen Abgänge, die sie hatten im Sommer, sie sind wieder eine gute Mannschaft. Sie sind schon jetzt wieder zu einer guten Mannschaft gereift. Sie haben die letzten 4 Champions League Heimspiele in der Gruppenphase alle gewonnen. Auch jetzt wieder gut gestartet. Auch wenn sie gegen Liverpool verloren haben, hat man, denke ich, gesehen in dem Spiel, dass sie immer in der Lage sind, gegen jede Mannschaft auch ein Tor zu erzielen. Zudem stehen sie bei 9 von 11 Heimsiegen gegen italienische Teams. Das heißt, gerade gegen diese italienischen Serie A-Mannschaften, die liegen ihnen ganz gut, muss man sagen. Und dennoch muss man sagen, Neapel, ja, 2 Siege in der Liga richtig gut. Zudem haben sie in der Champions League die meisten Schüsse abgegeben, die meisten Schüsse aufs Tor abgegeben und auch die meisten Tore erzielt. Schon 7 Treffer in den ersten beiden Spielen. Deswegen glaube ich, wie du auch, Carsten, an ein munteres Spiel, ein offenes Spiel, an Tore. Und deswegen habe ich gesagt, 1,62 für über 2,5. Und achtet mir bitte auf den Kollegen Kvaratskhelia oder Quaradonna, wie er genannt wird, Quaravaggio. Den Namen kann man fast nicht aussprechen, aber den zu stoppen ist noch schwieriger. Kommen wir zum nächsten Spiel. Bleiben wir in der Gruppe, nämlich Liverpool gegen die Rangers. Also die Reds, die stolpern ziemlich in dieser Saison überall. Ja, auf jeden Fall. Jetzt auch wieder dieses 3 gegen 3. Ja. 3 Gegentore wieder kassiert. Allgemein muss man sagen, die Defensive ist die ganz klare Schwäche momentan bei den Reds. Dennoch, Liverpool hat eben 13 der letzten 15 Champions-League-Spiele in der Gruppenphase zu Hause gewonnen. Ja, und dabei haben sie allein bei den Siegen, also bei den 13 Siegen, 36 Tore markiert. Das heißt, rein historisch gesehen ist Liverpool natürlich eine Macht, gerade vor heimischer Kulisse. Zudem ist Glasgow ja einer der größten Underdogs in dieser Champions-League-Gruppenphase, muss man auch sagen. Nur Pilsen und Sevilla haben bislang weniger Torschüsse abgegeben als die Glasgow Rangers an den ersten beiden Spieltagen. Die Rangers haben 0:4, 0:3 verloren. Dementsprechend warten sie auch noch auf ihr erstes Tor. Und ich glaube, Jürgen Klopp würde gerne sehen, dass seine Mannschaft mal wieder zu Null spielt. Und deswegen sage ich hier tatsächlich, dass Liverpool der Favoritenrolle einerseits gerecht wird und andererseits endlich mal wieder diese unfassbar, ja, anfällige Defensive in den Griff bekommt. Und deswegen sage ich zu einer Quote von 1,83, dass Liverpool das Spiel zu Hause gegen die Rangers zu Null gewinnt. Okay. Kommen wir zum Kollegen Gerardo Seoane, Trainer bei Leverkusen. Allerdings ja, unglücklich unterwegs und die treten jetzt in Porto an. Also die Stabilität, die ist nirgendwo zu erkennen, in keinem Teil dieses Teams, also ein sehr wackeliges Konstrukt.
Auch da, Carsten, gebe ich dir komplett recht. Leverkusen, ich würde sogar nicht mal sagen unglücklich, sondern es ist momentan einfach schlecht, was Leverkusen macht. In der Liga läuft es ja gar nicht rund. In der Champions League, klar, da konnten sie mit dem Sieg gegen Atletico Madrid am zweiten Spieltag ein Stück weit ja, die Hoffnung wahren, dass man ins Achtelfinale einzieht. Klar ist aber auch, wenn sie wirklich davon träumen wollen, um den letzten 16 einzuziehen, dann müssen sie jetzt in den beiden Spielen gegen Porto diese Woche und nächste Woche drei, wenn nicht sogar 4 Punkte holen. Ja, und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, weil Porto natürlich etwas gut zu machen hat. Porto ist mit 2 Niederlagen gestartet und Porto hat vor allen Dingen 0-4 zu Hause gegen Brügge verloren. Und das war natürlich eine extreme Ansage, die auch ja, national in den Medien sehr, sehr hart kritisiert wurde in Portugal. Und dennoch glaube ich, dass Porto sich danach ein bisschen gefangen hat. Sie haben jetzt am Freitag das schwere Heimspiel gegen Prager, also gegen den Union-Gegner aus der Europa League, 4-1 gewonnen. Das war ein Ausrufezeichen. Da hat man gesehen, dass sie auf jeden Fall die Qualität haben, da wieder in die Spur zurückzufinden. Und zudem muss man wissen, Leverkusen hat nur 2 der letzten 13 Champions League-Auswärtsspiele gewonnen. Ja, deswegen glaube ich schon, dass es schwer wird für Leverkusen in Porto. Und glaube aber dennoch, dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen werden. Weil Leverkusen natürlich dennoch Qualität hat im Spiel nach vorne. Porto ist jetzt nicht so ganz sattelfest, wie man sehen konnte gegen Brügge. Und Porto hat ohnehin immer die Möglichkeit, gegen eine alles andere als stabil wirkende Leverkusener Defensive zum Torerfolg zu kommen. Deswegen, Carsten, 1,65 dafür, dass beide Mannschaften treffen. Club Brügge gegen Atletico Madrid, kurz und schmerzlos. Ja, bei Brügge Atletico Madrid, da sage ich, dass nicht so viele Tore fallen. Klar, Brügge ist richtig gut gestartet mit 6 Punkten. Atletico Madrid hat auch noch nie in Belgien gewonnen. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Überhaupt könnte Brügge erst die dritte belgische Mannschaft werden, die 3 aufeinanderfolgende Champions League-Spiele gewinnt. Ja, auch da mal vorsichtig nachschauen, ob das wirklich so sein könnte. Aber ich sage dennoch, Atletico Madrid wird mindestens punkten. Sie haben jetzt am Wochenende 2-0 in Sevilla gewonnen. Das hat Selbstvertrauen gegeben. Und deswegen sage ich auch diesmal, 1,70, doppelte Chance x2 in Kombination mit dem unter 3,5. Und dafür gibt es, wie gesagt, eine 1,70. Und zum Abschluss des Dienstagsspieltags ein echter Kracher, Inter gegen Barcelona im San Siro. Inter allerdings völlig von der Rolle. 4 Spiele von 8 in der Serie A schon verloren, also die taumeln durch die Liga. Brozovic verletzt, Lukaku nach wie vor. Da geht im Moment sehr wenig. Und dann kommt Barcelona mit ganz großem Selbstbewusstsein, mit breiter Brust. Ich glaube, das wird schwierig für die Italiener. Ja, Carsten, bin ich komplett bei dir. Für mich auch Barcelona klar favorisiert in diesem Spiel, zumal man aus Intersicht erschwerend sagen muss, dass sie eben gegen keine andere Mannschaft in der Champions League so oft verloren haben wie gegen Barcelona. Zudem haben sie überhaupt nur 2 ihrer 14 Europapokalpartien gegen Barcelona gewonnen, ja, stattdessen 8-mal verloren. Und wenn man jetzt wirklich die letzten Leistungen miteinander vergleicht, dann muss man einfach zu dem Entschluss kommen, dass Barcelona hier die besseren Chancen haben wird auf den Sieg. Ich glaube auch an den Sieg von Barcelona. Dafür gibt es aktuell eine Quote von 1,85. Und es wäre übrigens eine Premiere für Xavi, denn der hat zuvor noch nie im Giuseppe-Meazza-Stadion gewonnen als Spieler. Ja, nur an der Stamford Bridge war er öfter zu Gast als Spieler, ohne ein Spiel zu gewinnen. Ja, an der Stamford Bridge bei Chelsea waren es 5-mal, Giuseppe-Meazza-Stadion waren es 3-mal. Das heißt, auch für den Barca-Trainer könnte es eine Premiere geben. Und daran glaube ich auch. Ich glaube an die 1,85 für den Auswärtssieg des FC Barcelona. So, und hier ist die Übersicht der Dienstagsspiele in der Champions League. Natürlich informieren wir euch auch in einem Video über die Mittwochsspiele. Euch eine interessante, schöne und erfolgreiche Woche.